Überwachung ist also ein Thema, über das man sich streiten kann. Aber was halten eigentlich die Studierenden von den Überwachungskameras? Olga Kiseleva hat sich auf dem Campus umgehört. Was Mainz meint. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Mainz meint. Wie wir eben erfahren haben, gibt es auf dem Campus ca. 60 Überwachungskameras. Wissen die Studierenden eigentlich, dass sie überwacht werden? Und was denken sie darüber? Das werden wir jetzt herausfinden. Hi, wisst ihr eigentlich, dass es auf dem Campus Überwachungskameras gibt? Doch, schon mal welche gesehen, ja? Ich glaube, im Revi-Gebäude kann das sein. Nee, das wusste ich nicht. Ja, habe ich schon von gehört, ja. Nee, das wusste ich nicht. Bisher wussten wir das noch nicht. Bisher wusste ich das nicht. Weißt du eigentlich, dass es auf dem Campus Überwachungskameras gibt? Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Wo denn? Ja, aber nur an den Eingängen, soweit ich weiß. Und fühlst du dich dadurch beobachtet? Ich weiß, dass die Kameras nicht nur aufnehmen, aber die Aufnahmen nicht speichern. Fühlt ihr euch beobachtet? Jetzt ja, von der Kamera, Moment, ja. Ich weiß nicht, das ist so wie das Unbehagen damals zu DDR-Zeiten. Bis jetzt noch nicht, aber mittlerweile schon so ein bisschen. Dann. Jetzt ganz besonders. Aber nee, ja doch irgendwie schon. Wo sind die denn? Im ganzen Campus. Was denkst du darüber? Ja, ich finde es eine gute Sache, auf jeden Fall. Es ist, es bietet Sicherheit für die Leute, die vielleicht nachts oder spätabends hier allein unterwegs sind. Und ja, kann nicht schlecht sein, auf jeden Fall. Viele wechseln da herum wegen Privatsphäre und so weiter. Ist mir aber eigentlich egal, weil auf dem Campus bin ich auf dem Campus und nicht zu Hause. Ich finde das nicht so gut. Wenn vielleicht hier auf den Wegen zur Sicherheit. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wofür man die braucht. Also natürlich darf man Kameraüberwachung nicht weiter ausdehnen oder zum Beispiel zum Aufklären von Straftaten oder sogar von Bagatellen benutzen. Also wenn irgendwo ein Mülleimer beschädigt wird, dass man dann auf Überwachungsmaterial zurückgreift. Das ist, glaube ich, ein großes Gefahrenpotenzial. Man muss es natürlich immer abwägen, damit dass Leute natürlich nicht bei jedem Schritt überwacht werden wollen. Andererseits ist es, glaube ich, nicht übertrieben, wie es auf dem Campus gehandhabt wird mit den Sicherheitskameras. Gibt es auch Vorteile daran? Ja, gerade in Computerräumen ist es ja schon sinnvoll, weil dort ja auch Gegenstände von Wert sind. Im Großen und Ganzen ist es hauptsächlich ein Vorteil, denke ich mal. Weil was sollen denn sonst die Daten interessieren, außer zum Sicherheitszweck? Die Piraten Uni Mainz fordern, dass jede einzelne Kamera kritisch hinterfragt wird. Was sagt ihr dazu? Ja, finde ich prinzipiell gut, weil ich finde, es gibt sowieso schon viel zu viele Überwachungskameras. Sicher ist es richtig, jede einzelne Kamera kritisch zu hinterfragen, ob sie den Nutzen erfüllt, den sie erfüllen soll. Kennst du eigentlich jede Kamera hier auf dem Campus? Nicht persönlich. Fühlst du dich genug informiert über die Kameras auf dem Campus? Also ich hatte jetzt keine Informationen darüber. Man sollte schon mal erfahren, dass es die gibt, ist ja auch was Positives eigentlich. Aber nee, ich denke, man bekommt nicht genug Informationen. Ja. Nee, gar nicht. Also wie gesagt, ich habe schon davon gehört, aber ich wüsste jetzt nicht direkt, wo welche sind. Ich persönlich fühle mich genug informiert. Ich kann allerdings auch verstehen, sollte es bei einigen Leuten das Gefühl geben, dass die Informationslage nicht so gut ist. Also ich werde jetzt mal drauf achten, wenn ich eine sehe und werde mich auch fragen, warum hängt die da und muss sie da hängen. So wie es aussieht, sehen die Studierenden sowohl Vorteile als auch Nachteile in der Nutzung von Überwachungskameras. Eins ist jedoch sicher, kaum jemand ist über diese Kameras informiert.